Fantastic. So, Freunde, Runde Nummer 3 und diesmal Schlangenfluss. Eine doch sehr bekannte Strecke, aber wir spielen sie auch schwer. Ja. Ich fange mal sofort an. Aber wo kann ich denn die U-Boote hinsetzen? Ach, die kannst du nur. Kommen die von beiden Seiten her, ne? Ja, die kannst du nur da hinsetzen, wo das Wasser quasi. Also, wo du das Wasser so siehst und nicht, ja. nicht das ist hellblaue. So. Ja, wobei ich kann ja meinen Umsonstaffen auch setzen. Das ist richtig. Yes, da hast du recht. Das wäre blöd, wenn ich die jetzt nicht setzen würde. Ne? So, dahin. Zack. Ja, die ersten Runden, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen so Warm-up und dann. Ja, dann geht's irgendwann rund. Das Problem ist jetzt, wenn die jetzt von zwei Seiten hier kommen, ist das natürlich schon wieder schwieriger. Ja, du musst halt in der Mitte relativ viel packen, ne? Ja. Was da irgendwas abwehrt. Bin ganz optimistisch. Vor allem gleich Top-Spionage, unten so 3-4 U-Boote hingeballert. Je nachdem, wo ich es hinsetzen kann, muss ich mal gucken. Mhm. Soll das auf jeden Fall laufen. So, 400, Stacheldraht, jetzt gleich 540, dann habe ich schon mal Top-Spionage Nummer 1. Problem ist, ich habe nicht viel Platz für Affenplantagen. Das ist ein bisschen blöd. Kannst du dich nicht auf das ganze Grüne setzen? Nee, kann ich nur auf meine Hälfte setzen, leider. Ja, und der ganze Platz ist bei mir unten rechts. Du kannst auch Affenplantagen setzen, aber du hast keinen Affenbauer, ne? Nee. Kannst du kaufen. So, 540, Top-Spionage, läuft. Ist das so ein Spezialagent, der Affenbauer? Jo. Ist der Marbuel unter den Affenbauern sozusagen. Unter den Spezialagenten. Er ist nämlich ein Affe und ein Bauer und er sammelt Bananen. Das dachte ich mir. Ja, siehst du? Hört mal alle in die Kommentare, ob Marbuel wirklich ein Affenbauer ist. Ja. Hashtag Affenbauer. Ja. Oh. Guckst du irgendwann bei Twitter Treffen Nummer 1 Affenbauer. So und nicht anders wird es sein. Ich werde jetzt den anderen Affen auch mal updaten. Am Anfang lohnt sich das ja sogar noch ein bisschen. Hinterher wird es dann schon nicht mehr so. Hinterher lohnt sich das nicht mehr so. Also umsonst Affen noch abzudaten, großartig. $200. Hashtag umsonst Affe. Was haben wir denn jetzt? 15 Runden. Das heißt, gleich haben wir, ja, in 10 Runden ungefähr haben wir dann schon die Camo-Bloons, das ist aber egal. Ich glaube, eben hat uns seine Nageldinge ziemlich den Arsch gerettet. Ja, die war gut. Die kann ich da auch noch bauen. Glaube sogar, ich habe die Strecke mit Darky nicht geschafft. Ja, glaube, die habe ich mit Darky nicht geschafft. Mit Darky. Wer ist auch Darky? Ja, der ist zumindest richtig. Ja, war Spaß. So. Ich mag ihn ja. No homo. Er wird eh durchdrehen, wenn er sieht, dass wir das jetzt hier aufgenommen haben. Warum? Er nimmt es doch alleine auch auf, ohne dich, oder nicht? Ja, wie gesagt, ist halt jetzt, war halt zufällig, weil Bloons Tower Defense Battle halt nicht ging, ne? Ja. Oh, jetzt ist fast Wasser über die Tastatur geschüttet. So, hast du quasi jetzt die Aufgabe, da mal ein bisschen alleine zu spielen, dann? Ja. Kann ich nirgendwo ein U-Boot hinsetzen? Muss ich dann mal machen. Nirgendwo kann ich eins von so einen Wix-U-Booten hinsetzen. Na, das ist aber schlimm. Hatte eigentlich gedacht, links und ganz links unten würde das noch gehen. Ja, du musst auf jeden Fall auch zwei U-Boote setzen. Ja. Du brauchst denn jetzt schon einen Morbschläger? Ja, damit wir den haben. Ja, für in 30 Jahren. Reicht doch. Dann so. Brauche ich mich da schon mal nicht mehr drum kümmern. Marbuel. König der Affen. Ja. Natürlich. Ja, mein U-Boot muss auf jeden Fall mal ein bisschen reinhauen. Ja, das würde ich ihm auch raten. Ist er schon weiter als ich? Nee, oder? Oh no. Nichts weiter als mir. Du musst den oberen Update-Zweig musst du zweimal machen, dann kriegst du Top-Spionage. Dann kannst du rechts weitermachen. Ja, ich brauche erstmal XP zum Freischalten. Hast du noch nicht? No. Ja, es sollte ja eigentlich schnell gehen, wenn du jetzt fast nur U-Boote benutzt. Ja. So, wir haben ja schon zwei Plantagen, das ist schon mal gut. Plantaciones. Wie viel habe ich denn von der Mitte? Wie viel gehört mir da denn? Na, die Hälfte. Ja, dann setze ich gleich direkt an die Mitte schon mal ein Affendorf.
Du kannst auch gleich quasi schon dann was hinsetzen, ne? Damit ich jetzt einfach nicht umsonst dahin baue. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Mutti. Ja. Dann muss ich gleich erstmal noch die Kaffeemaschine entkalken. Okay. Ja, ja. Ja, das hättest du jetzt schon mal schön laufen lassen können währenddessen, oder nicht? Nimmt man hier zu unmenschlichen Zeiten auf und hat keinen Kaffee. Das ist echt... Katastrophe. Das ist schwerte Bedingungen. Das ist auch echt, das ist echt, das ist so Folter. Steht die Bergdoktor-Tasse, steht direkt vor mir und grinst mich an. Das Bergdoktor-Haus Elmar am Wilden Kaiser. Und ich kann nichts trinken daraus, weil ich keinen Kaffee habe. Katastrophe. Kannst du doch normal einen Kaffee kochen, du Holzkopf. Ja, muss ja aufstehen. Ja. First World Problems. Ich habe keinen Kaffee, weil ich muss sonst aufstehen. Irgendwer hat auch letztes Mal alles kaputt gemacht an der Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der ist auch mit in der Aufnahme. Der Filter war nicht richtig drin. Du hast auch 100 Millionen Kilo Kaffee in diesem Filter. Kann doch nicht sein, so stark war der Kaffee doch gar nicht. Du hast irgendwie hatte ich das, ja, weil auch nicht alles durchgelaufen ist, Kollege. Da ist nur die Hälfte noch in diesem Filter so hängen geblieben. Ja, wenn noch Wasser in dem Filter hängen geblieben ist, dann müsste es ja noch stärker sein. Ja, siehst du mal. Dass du wieder, so wie sonst immer deine Windel vollgeschissen ist, weil der ganze ja, Filter genau. War voll, ey. Du bist eine Schwätzer vor dem Herrn. Du bist der Todesschwätzer des Todes, oder wie heißt das? Das Problem ist, jetzt müssen wir mal gleich mal was hier für Kamo machen. Schick sie zu mir rüber. Ich will den oberen Zweig haben jetzt gleich. Welche der Katzen war es denn? Die schwarze. Ja, das ist toll. Das ist ein toller Name. Wie? Chili, aber die sitzt die ganze Zeit, die läuft immer bei meiner Maus in die Tastatur. Top-Spionage, Deswegen da ist er. Nimmt man Kondome. Hä? Deswegen nimmt man Kondome. Ja, genau. Ja, drei Stück hast du, ne? Ja. Drei Katzen? Zum 10. Mal runtergehoben, ja. Der kleine Katzenpapi. Oh, da war ein Mob. Wie bei Two and a Half Men. Hier hast du $20, wenn du das Katzenklo reinigst. Wo sie bei Chelsea in der Wohnung sind. Ja, ja. So, jetzt machen wir erstmal hier genug Smalltalk. Jetzt machen wir erstmal den Affen hoch. Und ich setze mal die Gratis-Affen, setze ich jetzt mal da oben hin. Wo hast du dein Dörfchen da, ne? So. Ja. Yep. Jetzt mal schön auf den Superaffen gespart gerade. Ja, wir sind auch schon voll weit und haben im Grunde noch gar nichts gemacht. Eigentlich. Runde 48, ja. Geht immer fix. Plantagen müssen hoch. Ich brauche mal eine Nagelfabrik, damit die XP kriegt. Und unten muss ich da noch eine Nagelfabrik hinsetzen. Die hat uns eben echt den Arsch gerettet. Ja, ich muss die jetzt einfach mal irgendwo hinbauen, damit ich da ein paar XP von kriege durch die Nagelfabrik. Wenn ich ja irgendwo noch mal wenigstens ein verkacktes U-Boot setzen könnte, ne? Ah, da geht noch eins, Ich kann auch mal gucken, ob ich noch eins hinsetzen kann. Ja, ich kann noch hier. Oh, ein Morb. Du könntest gleich auf jeden Fall noch einen Sauger setzen, da wo der eine Sauger schon ist. Da ist hier auch einen hin. Noch saugiger. Ja, Hochleistungssauger. Also, zwei Stück. Das kostet erstmal wieder 4.300. Soll ich noch einen Mob-Dings erbauen hier mit der Kanone? Ja. So, $700. Das ist natürlich nicht so viel. Brauch 4000 für den. Was, wie viel brauche ich dafür? 4700, oder? Ne, was ist das? Ja, ne, 4300. 4300 für den. Ja, dass der die Mobs einsaugen kann. Das ist schon sehr gut. Noch ist alles easy peasy. So. Blue Hexler. 4300, da ist er doch. Zack, zack. Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe meinen Mauszeiger nicht mehr vor den ganzen. Ja, das ist natürlich die Scheiße, wenn du nicht mit Finger spielst, ne? Ja. So. Was brauche ich denn jetzt noch als nächstes? Sag mal an. Den noch hoch? Größere Haufen, ja. Und das ohne Kaffee. Ich muss den Superhafen erstmal auf Plasmastrahlen machen. Ach, zack. Halleluja, was ein Chaos hier. Halleluja. Halleluja. 4.000 für den Superaffen. Alter. Ich sehe hier als nächstes. Ich sehe hier gar nichts mehr, alter Vater. Ich bin aber noch überlegen, was ich bauen soll. Haben wir jetzt Runde 59, Runde 63 ist auf dem Weg gleich, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen.
Dann haben wir noch ein bisschen Schonfrist. Hat dir das gefallen, ja. Super Reichweite. Wofür wollte ich den jetzt sparen, nicht blöd? Die 8, Alter. Den machen wir mal auf schwer. Auf stärkste. Was baue ich denn jetzt noch gleich? Nix, oder? Ja. Und eine 63 wird hart. Post hat geklingelt, aber ich muss nicht auf die Tür machen. Ja, ich muss nicht auf die Tür machen. Ich muss die Tür nicht aufmachen, so, weil die klingeln nämlich einfach in meinem ganzen Haus. Liefert Beate Use wieder bei dir, oder? Mhm. Ja, das, jetzt kannst du jetzt zur Tür gehen. Ich muss nicht zur Tür gehen, die klingeln einfach im ganzen Haus. Ja, da hat eh schon irgendwie aufgemacht. Kannst du ein Beate Use-Paket jetzt trotzdem holen? Ja, wir haben es verkackt. Ja, das war natürlich jetzt nicht so. Ja, ist ja wie gesagt auch schwierig auf. Wenn man noch nicht so viele Türme freigeschaltet oder zumindest noch nicht die Sachen hat davon. Oder zumindest auch das Problem ist, das ist Special-Gebäude, ne? Die Spezialisten-Gebäude. Wenn du die nicht hast, das ist natürlich ein bisschen schwierig dann. Ja, kann ich doch vielleicht noch was. Kann ich noch was kaufen? Warte mal. Ich hab noch 10 Münzen. Hm. Startleben, Verkaufspreis. Kann ich doch noch kaufen? Ja, ich würde sagen, wenn ich 20 Münzen habe, kann ich noch Startgeld noch kaufen. Noch höheres Startgeld. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend. Ja! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge eventuell noch wieder. Tschüss. Tschüss. So, erstmal stopp. Ich render das erstmal Körfleisch.